ihr wieder dabei seid in meiner Blumenwerkstatt. Heute geht's wirklich großzügig blumig zu. Aber Wildblumen, Blumen aus dem Garten, vielleicht beim letzten Blumenstrauß, den du getrocknet hast, mit Tipps und Tricks in Upcycling-Kammern. Diese Herzengestalten, aber auch Körbchen, Backformen und. Einfach was man hat, das nimmt man und dann fängt man an, sowas Süßes zu machen, was dann eintrocknet und Blumenschmuck ist für ganz lange. Zum Hängen bei den Herzen, aber auch zum Hinlegen. Und die Herzen hatte ich aus dem Bellino in Rastorf. Und ganz günstige in Weiß, flachere, gab es auch bei Kick und Teddy, keine Werbung, selber gekauft. Bellino ist mein absolutes Lieblingsgeschäft. Da bekomme ich sozusagen die Grundlagenformen und so, die ich so liebe. So, und wie gesagt, meine sind Herzen, aber du kannst da liebend gern Backformen nehmen, Körbchen und das offen reinlegen. Auf ein Tablett, auf ein kleines, in Kuchenteller, ein Chevy-Chic-Teller und. Einfach mal ausprobieren. So, und wie geht's? Ganz einfach mit Tipps und Tricks. Und jetzt legen wir los. Und ich liebe es, Upcycling zu basteln, zu dekorieren, für drinnen und für draußen. Im Moment sind wir draußen in meinem Garten. Und ich möchte mit euch mit Naturmaterialien eine tolle Deko machen. In Herzen, aber du kannst das gleiche auch machen, halt nicht geschlossen, auf kleinen Backformen. Ob jetzt in Herzform, in Rund, die Bodenform, also Obstbodenform. Das geht alles in ein kleines, flaches Körbchen und. Einfach loslegen und machen und gestalten mit meinen Tipps und Tricks. Und wenn du mich noch näher kennenlernen willst, dann geh doch bitte auf meine Startseite. Wie gesagt, kreativ-reich die Kika-Plauderei. Das ist oben eine kleine Leiste in der Playlist. Und wenn man die anklickt, kommt sozusagen meine Bibliothek, was ich bis jetzt gemacht habe. Schön geordnet. Häkeln, Stricken, Basteln führend mit Kindern, die Blumenwerkstatt, Upcycling, was mir so wichtig ist. Auch mein Geldbeutel ist mit 5 Kindern klein und trotzdem kann es und soll es toll aussehen. Wir nehmen viel Materialien, Altkleider, alte Töpfe, Körbe, Naturmaterialien, Äste, Zweige, Ranken und. Und das findet man da am besten. Eine Häkelstrudel, Strickschule, Nähen lernen, Deko für draußen und drinnen, Beton, Edelrostsachen, in Upcycling auch mit meiner tollen Paste, die ich selber entwickelt habe, Rezepte, Lebensmittel retten. Also einfach mal gucken und da findet man das am besten. Und heute habe ich mal in meinem Garten ein paar Sachen zusammengesucht und dann legen wir einfach mal los mit Tipps und Tricks. Wie gesagt, du kannst, vielleicht hast du auch so ein ähnliches Herz zu Hause, wie ich jetzt schon hingelegt habe. Die sind zum Dekorieren, zum Hängen an die Wand oder ich hänge die auch ganz gerne einfach nur mal an der Lampe. Und dann kann man die auch toll hinlegen auf dem Tablett, zusammen mit dem Geschirr, wie hier zum Beispiel, mit dem Kaffeeservice, mit dem alten, mit Kerzenständer und. So, der Trick dabei ist natürlich, es soll nichts durchfallen. Und dann nehme ich am liebsten unter anderem große Blätter. So, ich muss mal ein bisschen mittendrin frei machen, dass man das am besten sieht. Das zweite nehme ich einfach mal, damit es offen liegen bleibt. So. Und dann nehme ich am liebsten große Blätter, die dann auch wirklich sehr schön eintrocknen. Und die lege ich mir hinten aus, damit das nicht durchfällt, was ich drauf machen will. Ich habe Bänder mitgebracht, eine Schnur, eine Paketschnur, Naturschnur. Sonst wickel ich das immer ganz gern mit dem Draht, aber ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Bei uns kommt das dann, wenn es wirklich absolut nicht mehr schön ist, das dauert eine ganze Weile, das kann man jahrelang da drin lassen. Aber dann muss man Draht runter machen, weil wir es in die Biotonne tun und ich mache jetzt ganz gern mit einer Schnur die kleinen Sträußchen zusammen,
die ich dann reintun würde. So, jetzt kommt auch noch Wind auf. Ich hoffe, die Tonqualität geht trotzdem. So, und dann mache ich ein Bett aus Blättern. Und dann habe ich Strohblumen, Rosen, was man so im Garten hat, kleine Blüten, Lavendel immer. Super toll zu jeder Jahreszeit. Auch nur die Lavendelstände im Herbst, wenn es abgeblüht ist, auch immer ganz, ganz toll. Gänseblümchen habe ich getrocknet. Blühender Schnittlauch habe ich auf das Tablett gelegt und es ist ein bisschen eingetrocknet. Hier habe ich noch eine Nelke. Das ist der Rest von einem Blumenstrauß. Und. Das kann man dann einfach nehmen. Und dazu finde ich mir jetzt erstmal vom Lavendel 2-3 kleine Sträußchen zusammen. Sonst würde der auseinanderfallen in verschiedenen Höhen. Der duftet auch toll. Und das mache ich dann erstmal zusammenbinden. Das sind jetzt auch Blüten meiner Brautspiere. Und da mache ich dann auch noch ein bisschen Lavendel hinein und mache so einen kleinen Strauß. Wie gesagt, Lavendel ist immer toll. Dann bündig abschneiden und auch ganz gern nochmal wirklich von zum Beispiel vom Schnittlauch die Blüten. Und das wird dann einfach nur zusammengebunden mit einem Faden und dann habe ich meine Sträußchen. Man kann schon die erste Rose auch mit reinmachen. Und dann nimmt man so einen Nostalgiestrauß. So, hierbei habe ich eingetrocknete Disteln. Das war aus dem Strauß. Noch Blümchen dazu, die lege ich übereinander. Und dann was Frisches dazu und da bietet sich wieder der Lavendel an. Ob jetzt noch voll in der Blüte oder die Blütenstände, das liegt bei euch. Und dazu nehme ich dann auch noch eine Rose und bind das schön zusammen. Dann habe ich immer so nur meine Grundlage, um die Gestaltung zu machen. Hier nehme ich noch ein Strandflieder dazu. So. Und zu fixieren nehme ich immer ganz gern nochmal, wenn es dann alles ausliegt, ein Haarspray einfach nochmal so drüber hin. Das fixiert das Ganze. Das sind jetzt die wichtigsten Vorbereitungen. Kleine Sträußchen binden. Und dann wird es eingesetzt oder eingelegt in die Form, was du haben möchtest, was du zu Hause hast. So, wir haben die Grundlage. Und dann gucken wir, wie passt das Sträußchen rein. Noch ein bisschen zu lang. Abschneiden. Und mittig reingelegt. Schaut mal, wie schön das da schon aussieht. Und das ist ja wirklich nur aus dem Garten, was ich zum Glück habe. Also ich weiß das immer sehr zu schätzen. So, Lavendel. Ich finde das Band sogar schön. Die muss man da nur ordentlich hinlegen. Und das kommt auf die Seite dazu. So, und dann spielt es ja keine Rolle, ist es offen oder ist es zu. Was man hat, nimmt man. So, und dann kann man noch eine Rose einlegen. Oder 2-3. Bei mir blühen jetzt gerade die Kletterrosen ganz, ganz toll. Zum Glück wieder. Wer öfters bei mir reinguckt, weiß, was passiert ist. Wo ich wirklich geschockt war. So, und das reicht mir schon. Und dann ist das fertig. Rosen, Lavendel, Strohblumen, Disteln, Blätter, was man nimmt, was man hat, das nimmt man einfach dazu. Und bei meinem Herz, wie gesagt, du kannst das auch gern in der Backform machen, einfach einlegen in Körbchen. Das geht alles. Backform meine ich so kleine Tortelettes oder Herzform aus Metall. Die sehen ganz toll aus. Puddingform, das geht alles.
als Grundlage, wie gesagt, entweder Blätter einlegen, große, schöne übereinander, aber auch toll sieht aus, vergibtes Papier, Notenblätter. Und das wirklich zerknuddeln, aber trotzdem ordentlich reinlegen. Was dann übersteht, kann man später abschneiden und dann fällt nichts raus. Ich nehme dann immer ein Buch dafür, irgendwann ist es alt, aber so hat es nochmal einen Sinn. Gelesen ist es, es ist uralt, Sterntaler heißt es. Und dann lege ich das ein und es wirkt auch toll. Du kannst natürlich auch Moos nehmen, krümelt nur ein bisschen, sieht aber auch toll aus. Und dann wird arrangiert. Da kann man dann auch nochmal ein Blatt einlegen oder so fächerförmig. Aber das Papier ist hier, ich mag das sehr. Gerade wenn es so vergilbt ist, Notenblätter auch. Was man hat, wie gesagt, wird genommen. Und dann lege ich ein. Ich habe das Sträußchen hier. Das ist ein bisschen lang. Abschneiden. Oh, Knoten geht auf. Doch. So, dann lege ich es ein. Muss auch nicht immer mittig sein. So, dann habe ich die große Rose. Die lege ich einfach so dazu. Lavendel. Kleine oder das große, gucken wir mal, auch zu lang abschneiden. Ich schneide es immer direkt erst ab, wenn ich es einlege, weil ich dann genau weiß, wie ist die Größe. Und dann habe ich hier Strohblumen. Die werden kurz bevor sie komplett aufblühen, werden sie erst abgeschnitten. Und dann lege ich die auf ein Tablett und lasse die so vor sich hin trocknen. Und gerade die weißen finde ich immer ganz toll. Und dann kann man die einlegen. Die Rosen, klar, die trocknen dann auch. Richtig nostalgisch, wie schick mäßig. Bisschen Strandflieder vielleicht. Und hier noch eine weiße Rose. Die lege ich einfach so dazu. Kann man natürlich im Lavendel auch mit einbinden. So, jetzt habe ich ein Sträußchen übrig. Macht nichts. Es gibt ja noch mehr. Naja, drei Stück reichen, das ist immer ganz schön, wenn es eine ungerade Zahl ist. Hier ist noch ein bisschen Strandflieder. So, und dann ist auch dieses fertig. Rucki zucki gemacht. Offen oder geschlossen in dem Herz, das liegt bei dir. Und dann hoffe ich sehr, meine Idee hat gut gefallen. Du konntest es gut umsetzen, hattest wieder Spaß bei mir in meiner Blumenwerkstatt. Für drinnen, für draußen. Jetzt kommt der Wind, aber es soll halt bei uns auch ein bisschen stürmisch werden. Aber wir brauchen auch Wasser. Jetzt sage ich alles Liebe, schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin. Und wie gesagt, willst du mich besser kennenlernen, schau doch einfach mal auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekaplauderei. Meistens reichen schon zwei Wörter und dann komme ich und zum Anklicken. Und dann kannst du sehen, was ich sonst noch mache. Ich habe mich gefreut, dass du, dass ihr da wart. Alles Liebe, ganz besondere Grüße mal an Ute, Undine, Ulla, die Natascha, die Heike, der Andi, nach Spanien, Italien, Schweiz, nach Brasilien und Argentinien. Ihr wisst, wer gemeint ist. Eure Kerstin. Bye.